Sie schläft. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe schon echt viel gemacht heute, dass sie schläft. Sie war lieb, also sie hat nicht geweint oder so. Vielleicht ändert sich so ein Rhythmus ja auch einfach mal, ne? Also muss ja nicht immer irgendwie einen Grund haben. Dementsprechend bin ich aber dazu noch nicht viel gekommen. Also ich habe die Wäsche schon ausgeräumt, in die Schränke verteilt. Aber hier seht ihr, tada, das Chaos. Ich glaube sogar die Spülmaschine ist sauber, aber noch nicht leergeräumt. Also sowas muss ich alles machen gleich. Und ich habe so eine neue Wickelweise fürs Tragetuch seit gestern. Finde ich. Also es ist viel angenehmer an den Schultern. Und ich finde auch, sie sitzt da besser drin. Was ich vorher hatte, die Wickeltechnik, das war so eine Wickelart, dass man halt vorgefertigt, also man wickelt das komplett zu Ende und dann setzt man das Baby rein. Und jetzt wickle ich halt das Tragetuch um sie rum. Für Fortgeschrittene. Ich bin jetzt fortgeschritten. Und das finde ich ist wesentlich angenehmer. Also ja, ich glaube, das ist für sie auch gemütlicher und es sieht schöner aus, finde ich. Und sie sitzt wirklich sicherer da drin. Jetzt ist sie ja eingeschlafen. Jetzt kann ich das hier immer noch so drüber machen. Hier, es kommt um aus. Oh, hier. So. Genau. Finde ich super. Also da fühle ich mich echt sicherer mit. Die ist richtig schön fest an mich dran. Früher, wenn ich mich gebückt habe, ich meine, das werde ich wahrscheinlich trotzdem machen, ihr Köpfchen so halten. Aber früher war es noch lockerer und jetzt ist es halt echt schön. Und sie ist richtig schön warm. Also obwohl sie nackige Füße hat, hat sie schöne warme Füße durch die Körperwärme. Apropos warm, kann ich euch was zeigen. Jetzt haben wir die Geschäfte wieder auf. Und wir haben was geschenkt bekommen. Nämlich Anziehsachen für die Maus. Das ist so ein Strampler unten zum Öffnen. Also ohne Fuß, was ich sehr gut finde, weil wenn ich ja trage, dann sollen die ja keine Füße haben, die Sachen, sowas wie Strumpfhosen oder so, weil das könnte stauchen in der Trage, wenn die Füße hier halt so wie hier jetzt rausgucken und dann sind die eingepackt, dann könnte das so gestaucht sein, deswegen besser ohne Füße. Ja, der ist echt süß, dieser Strampler. Allerdings, der ist so ein Frottee-Stoff, der ist so warm. Ja, leider müssen wir das umtauschen. Das ist viel zu warm, wenn ich die trage. Und da ich sie wirklich viel trage, ja, ziehe ich sie ja nicht dann jedes Mal um, wenn ich sie nicht mehr, wenn ich sie jetzt trage oder nicht mehr trage. Wisst ihr, was ich meine? So, und hat sie noch zwei Strumpfhosen bekommen. Einmal diese mit Häschen und einmal diese mit Füchschen. Passt ja. Ich habe euch gestern gezeigt, dass ich ausgemistet habe, ihre Sachen. Also die Größe 50, 56. Und jetzt hat sie 62, 68 und hat jetzt schon voll viele Sachen bekommen. Und ich muss mal eben alles abdecken und mich richten. Also ich war duschen, aber ich habe noch gar nichts weiter gemacht. Bevor ich das wieder vergesse, ich wurde gefragt, als erstes, wie ich das Tragetuch binde, ob ich das mal zeigen kann. Also da würde ich euch empfehlen, einfach mal Wickelkreuztrage bei YouTube einzugeben. Dann zeigen euch das die Experten. Weil wie ihr seht, also ich übe selber immer noch und probiere mich aus. Zum Beispiel heute habe ich sie mir zu hoch gebunden. Ne, die muss ein Stück tiefer. Also ich probiere mich selber noch aus. Da müsstet ihr mal selber gucken bei YouTube. Da gibt es ganz, ganz viele Anleitungen. Und welches Tragetuch ich habe, wurde ich auch gefragt. Ich habe das von Amazon. Ich werde das mal unten verlinken. Das gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, da könnt ihr euch einfach anschauen. Das ist ein günstiges. Es gibt ja Tücher für keine Ahnung wie viele 100 €. Und da ich das erstmal ausprobieren wollte, habe ich mich für ein günstiges entschieden, dieses grau-weiß gestreifte. Und damit war ich zufrieden und habe mir dasselbe nochmal in einer anderen Farbe bestellt. Jetzt habe ich aber, dadurch, dass ich ja immer noch Videos schaue, wie man halt das wickelt und so, habe ich halt jetzt herausgefunden, dort haben die gesagt, dass hier die Säume. Daran erkennt man ein hochqualitatives Tragetuch, wenn die Säume oder wenn das richtig umsäumt ist oder irgendwie so. Und das ist jetzt hier nicht. Klar, ist auch nur ein günstiges. Ich glaube, es hat 30 € gekostet. Aber zum Ausprobieren fand ich das jetzt super. Und auch für Neugeborene oder für Säuglinge
ist es okay, weil die ja noch nicht so schwer sind. Das ist halt erst später, wenn die, sag ich jetzt mal, 8 oder 10 Kilo wiegen. Die sind ja bis 15 Kilo ausgelegt, die Tücher. Dann leiert das irgendwann aus und dann rutschen die so runter. Da sind wir noch nicht. Und bis dahin werden die ihr Ding tun, schätze ich mal. Und dann kann ich mich immer noch was Hochwertigem umschauen. Aber zum Ausprobieren fand ich das jetzt super mit den günstigen Varianten. Und ich habe mir halt Eistee gemacht. Wir machen ja morgens immer hier Kaffee mit diesem Moped hier. Wir mahlen den Kaffee mit der Mühle, das habe ich euch schon mal gezeigt, aus Bohnen und machen uns dann halt den Kaffee. Und da bleibt immer was über. Und das fand ich immer zu schade wegzutun. Und deswegen gibt es jetzt für mich immer ein Eiskaffee als Zwischenmahlzeit oder wie auch immer ich das nennen soll. So, ja, Musterkoffer gekriegt. Und ich gucke unser Sohnemann jetzt. Guck dir das mal an. Muss ich hinsetzen dabei? Erzähl mal was dazu. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das steht drauf. Sagen, was das sind. Musterkoffer, aber das ist Werbeartikel, ne? Genau. Mhm. Farbfächer, genau, ist das Wichtigste. Ein Keks. Kann man bedrucken lassen mit Traubenzucker. Oh, Traubenzucker. Kannst du selber schmecken lassen. Weißt du? Farben ganz viele. Ich glaube, da steht drauf, was das ist. Druckfarben, ne? Ja, die man sich aussuchen kann. Hallo. Ja, schmeckt zu euch? Super. Ja, habe ich ja gesagt, das können wir. Ja, wollte eben zeigen, guck mal, die finde ich voll cool, diese Visitenkarten. Das ist 750 Gramm. Da achtest, glaube ich, nur du drauf, weil du aus dem Gewerbe kommst. Nee, danke. Hast du jetzt ausgepackt? Das war Muster, ne? Carina, das ist nur Pappe. Wolltest du mich filmen jetzt oder willst du auspacken? Mach du mal, zeig mal, was ist in deinem Karton. Nee, danke. Video machen ohne Schneiden. Wird wohl nicht. Wird wohl nicht. Ja, ist der Lieferschein. Tada! Hm. Da sind sie. Dann muss man wieder her. Und sind die schön? Ja, sieht genauso aus wie entworfen. Ja, super, ne? Oder? So, ich habe schon mal, jetzt bin ich ganz nah, schon mal angefangen, den Plan zu schreiben für nächste Woche. Und ja, die sind ganz, ganz praktisch. Und der Bernd ist schon wieder fleißig am Gemüseschnibbeln. Immer. Immer fleißig am Gemüseschnibbeln bist du. Immer fleißig sein. Genau, ja, das stimmt. Sind wir aber alle hier, ne? Über die Post gewesen. Ja. Die Elterngeldanträge. Nicht Anträge, sondern was sie noch haben wollten. Für die. Ja. Das Paket weggebracht. Genau. Für die Nora. Ach, stimmt, genau. Nora, eine Zuschauerin hatte was bestellt. Ja. Das hatte Bernd weggeschickt, also abgeschickt. Und ganz liebe Grüße an die Nora. Ich wollte zurückgrüßen. Bernd sollte mich grüßen, hat er auch gemacht. Und jetzt kocht er einen Kaffee. Jetzt bekommen wir nämlich gleich Besuch, der keinen Kaffee trinkt, aber wir trinken Kaffee. Jetzt können wir die Kamera umdrehen. Dann seht ihr auch, wer euch das so erzählt, alles hier. Die Maus schläft schon wieder, glaube ich zumindest. Nein. Ja, die schläft schön beim Mutti. Jetzt wacht sie auf. Sie sagt, wenn die Kamera kommt. Sie ist ein Kameratyp, sagt sie. Aber nicht so ganz. Sie macht Schreivideos. Schreivideos? Aber so viel schreit die gar nicht. In die Filmsatz. Ja. Und Murphy wartet auf die Dinge, die dem Herrchen da so runterfallen. Er ist so verzweifelt, der wird sogar Sellerie essen, glaube ich. Ja, die Bienen hat er schon weggesnackt. Ich frage mal eine Zuschauer, ob die ihren Hund Banane geben. Und ich habe ja gelesen, der ist nicht so gut. Der ist halt immer ab und zu mal ein Stück gekriegt. Der ist ja neuerdings Banane. Was die da Erfahrungen gemacht haben. Ja. Bananas. Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Bananen. Erzähl mal, was machen wir? Hm. Wir stärken uns, ne? Ja. Wir stärken uns. Mhm. Schmörfi, komm hier. Du bleibst hier. Ja? Mhm.
gerade Toast, den ich selber gebacken habe. Gestern in dem Vlog habe ich euch das Rezept geteilt von Chef Koch. Und die. Aber die sind jetzt alle. Und ich habe noch mehr. Tada. Papa ist wieder da. Ja. Was denn, war nicht gut? Doch, danke für Aufpassen. Ja. Einfach nur danke für Aufpassen. Okay, ich dachte, war ironisch gemeint. Und er wollte rausgehen, weil die Tür ist aufgegangen wegen Wind. Ja, Etty. Er wollte in die Freiheit gehen, der Etty, der Smurf. Hast du die weggepackt, weißt du das? Nein. Ich habe diese Küchenmaschine gar nicht benutzt. Hab ich noch, ja. Vielleicht in einem anderen Eckschrank? Nein. Was? Erzählst du mir wieder was? Erzählst du mir wieder was? Hier? Wo meinst du denn mit dem Eckschrank? Da rechts. Über die Spüle. Da ist nichts. Ist ja nicht erwartet. Nein, leer. Eine halbe Küche leer, dadurch, dass wir ein HWR haben. Erzähl mal dem Vlog, was passiert ist. Mal den Karton, ne? Ich weiß es nicht. Guck doch unterm im HWR. Unterm Tisch ist der Karton, der Umzugskarton, wo das drin war. Vielleicht ist da das Küchengerätteil. So, und du erzähl mal dem Vlog, was passiert ist. Erzähl mal, wir hatten Besuch. Ich muss das nämlich jetzt ein bisschen größer raspeln. Na, guck. Nicht mehr so fein, weil das kriegen wir gestiftet, Ticker auch nicht so klein. Ja, super. Super. So, jetzt erzählen wir hatten Besuch und du hast richtig schöne Hosen geschenkt bekommen, ne? Selbstgenähte. 5 Tante. Stück. Hm? Von der TT. Von der Tante. Von der ja. Tante. Die waren so schön, die Hosen, ne? Aber leider haben die hier am Bündchen nicht gepasst. Da waren die zu eng. Oh, jetzt wird's laut. Da waren die zu eng. Jetzt hat die Tante die nochmal mitgenommen und ändert die ab. Ne? Die waren so schön, die Hosen. Ja, die führst du dann vor, ne? Wenn du die wieder bekommst. Ja, die waren wirklich wunderschön. Mit Glitzer überall. Die eine Hose hat super zu deinem Body gepasst. Ja, genau dieselbe Farbe, auch so mit Glitzer, ne? Ja, das war schön. Während bei der Arbeit. Bolognese-Soße machst du heute, ne? Ja, mal wieder. Mollaschim. Mollaschim. Eieiei, der Riesentopf. So, wir gehen jetzt gucken, ja, Molle? Okay. Ist nur doof, dass das jetzt im Tag ist, egal. Was ist doof? Weil die Kochzeit jetzt falsch ist. Aber kommen wir immer noch, wenn wir die richtigen Gläser haben, die richtige Kochzeit. Ja, machen wir. So, wir gehen jetzt ins Badezimmer oben, wo Bernd erstmal die Heizung auf 5 gemacht hat, weil da irgendwie die ganze Zeit das Fenster auf war. Und dann geht die Maus baden. Und ich wollte mich nur noch vom Vlog verabschieden, damit ich das nicht morgen früh wieder machen muss. Also, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Du auch? Sag mal Tschüssi!